Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und mit mir spielt ihr zusammen Age of Wonders Nummer 3. Wir haben in den letzten Folgen, ich glaube Folgen sind es mittlerweile schon, angefangen Lucians Städte anzugreifen und zu übernehmen. Der hat nicht so viel zu melden und generell hat gegen unser Reich eigentlich niemand was zu melden. Was ist denn hier gerade der Status? Wir können mittlerweile Frost- und Feuerwürfern herstellen, das ist schon ganz nett. Und können Feuerdrachenschutz produzieren. Die Behausung ergreifen werden in jeder Kampagne von Feuerbären getroffen. Auch geil. Und hiermit können wir dann Drachen bauen. Das bauen wir später. Erstmal bauen wir die Drachen. Wir wollen nämlich uns die Drachen bauen und nicht die Wyvern. Obwohl, wir machen so einen Sechser-Trupp aus allem. Das heißt, wir bauen 3 Wyvern und 3 Drachen, würde ich sagen. Und daraus machen wir uns dann am Ende noch einen Sechser-Trupp, den wir wahrscheinlich nie mehr in Einsatz sehen, so wie das hier momentan vorangeht. Egal. So, zurück zu anderen Aufgaben. Okay, Armeebewegung bestätigen, ja. Du könntest eigentlich auch mal anfangen, Straßen zu bauen, finde ich. Pass mal auf, wir verbinden jetzt unsere Städte mit Straßen, mit den ganzen Baumeistern. Das machen wir auch. Blim, 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 blim. Für Bader Kaleb bauen, da sind keine Truppen drin, ne? Und die gibt's halt auch noch nichts, ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, so richtig viel, wo da hinten noch irgendwas abgeht. Nein, du alleine bitte baust Straße. Dahin. Was sieht er so hinter sich her? Finde ich ganz süß. Hast du noch Movement? Nee. Trotzdem Straße. Dahin. Kann ich dir den Auftrag geben? Nee, kann ich nicht. Okay. Du musst noch mal schnell da rein. Damit wir den Mana-Kristallknoten-Dingsbums kriegen. Und dann gehst du mal da bitte rüber. Du gehst da bitte rüber. Und du gehst da bitte rüber. Ich sagte, da bitte rüber und nicht davor. Nicht so einen Unsinn machen jetzt hier, ne? Dahin. Dahin, meins. Moment. Nicht ohne meinen Drachen. Nicht ohne meinen Drachen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er das Ding noch verteidigt, aber der steht ja dahinter, macht Sinn, ne? Ich glaube aber, ich will mich nicht weit aus dem Fenster sehen, aber ich habe das Gefühl, es könnte ein unausgeglichener Kampf sein. Ein ganz bisschen. Ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Warum mache ich den eigentlich manuell? Gut, ich meine, weil ich natürlich möchte, dass mein Drache die ganze Erfahrung kriegt, aber trotzdem. Hui! Dass ich den Drachen irgendwie beschleunigen konnte. Und hui! Na? Ihr Süßen? Ich glaube, wir wollen nicht mit meinem Drachen kämpfen. Wie kommt es nur? Und auch will auch gar nicht unbedingt mit denen kämpfen. Ich will erstmal den hier machen. Sich dafür Erfahrung abgreifen. Hat auch Abklingzeit, sehr schön. Ja. Das war nicht so gesund für euch. Muss ich euch jetzt enttäuschen. Bisschen Erfahrung hat es ja gebracht. Ist ja auch schön. Der kann nicht, der kann auch nicht. Nein, niemand doch, der kann. Haha. Gott sei Dank, niemand kann das Ding da mehr einnehmen. Das wäre ja tragisch gewesen. Dann hätte er ja noch doch. Ja, immerhin. Ein bisschen Truppen sind hier schon noch. Da hätte er schon noch was von gehabt. Vor allen Dingen viele Kanonen. Die jetzt wahrscheinlich auch erstmal alle Rabums die machen, ne? Oh, bitte tötet mir nichts. Das wäre jetzt ein bisschen voll Kacke. Alter! Wie viel Schaden die mir machen. Alter, meine schönen Priester. Kannst du nicht bringen. Danke. Kannst auch nicht bringen, alles klar. Okay. Oha. Das wird Gorschak insgesamt jetzt nicht so schmecken, was er da bekommt. Aber okay, das können wir überleben. So, jetzt müssen wir mal gucken, was die Sache ist. Erstmal Kanone auf den Kopf. So, dann
gucken, ob wir den ohne Abzüge geben können. Das können wir. Denn der eine ist ja genauso effektiv wie 3. Oh, das hat auch schon gereicht. Dann denke ich mal, dass das hier auch reicht. Jawohl. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir den Kanonen halt Gegner liefern, so wie hier. Dass sie nicht so wirklich zum Schießen kommen. Aber ich glaube, das Kanonenschießen hat wahrscheinlich sowieso so eine Art Cooldown, ne? Oha. Gucken wir mal ganz kurz rein. Kanone abfeuern. Kann Fähigkeit 2 Runden lang nicht verwenden. Alles klar. Oha. So, Drachi. Kann Fähigkeit 2 Runden lang nicht verwenden, stand da. Dann friss erstmal den hier. Musst ja leveln. Kommen wir denn dahin, wenn wir dich nicht hochgeladen kriegen. So, den Flammenpanzer da oben, den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Der hat immerhin so einen Weh getan. So, nun tut ihm jetzt zurück weh. Nimm das. Macht ja nur 57 Schaden. Kannst du denen überhaupt Schaden machen? Nee, habe ich mir gedacht. Kannst du dem Schaden machen? Ja, ne? Ja, okay, dann hau mal rein. Richtig, da war ja was. Gut, dass die clevere Ente sich das gemerkt hat, dass die Explosiver tot und so haben. Aha, keine Wirkung auf das Ziel, dann hat das aber Wirkung auf das Ziel. Und, ja, gut, dass die Ente sich gemerkt hat, dass die Dinger explodieren. Wäre ja auch scheiße sonst. Ne? Die Kanone ist da noch echt außer Reichweite. Na egal, dann was von da. Gerne auch mit Glück. Sind wir dir nicht böse? So, wer hat denn überhaupt noch die Möglichkeit, Schaden zu machen bei denen im Moment? Die Kanonen nicht mehr, die müssen alle nachladen. Insofern. Gib ihm. Wahrscheinlich hat er die irgendwie repariert oder nachgeladen oder so mit einem Zauber, aber das bringt ihm da ja auch nicht so viel. Mach mal kaputt, Drachen. Mach ihm mal klar, dass so ein Unsinn bei uns nicht zieht. Das könnt ihr auch machen. Da habe ich jetzt nicht so den Stress mit und komm, bevor hier noch irgendwas passiert, darf Nomlik mal einen Nahkampf weghauen. Sehr elegant, wie er das macht. So ein Drin zeigt ihm, wie es geht. Ne? So gehört sich das. Das hat uns ganz ordentlich Damage gemacht, muss man jetzt fairerweise sagen, vor allen Dingen an Groschak. Der vor allen Dingen dafür noch vorne steht, der geht jetzt mal nach hinten. Danke. So. Um den habe ich jetzt ein bisschen Sorge. Ich muss da erstmal meine Jungs wieder hochheilen. So, jetzt gehen wir nach da unten. Und dann verbinden wir von da mal unsere Städte miteinander. Mit Schrassen. Eine Armee benötigt Befehle? Ja, mein Befehl ist Pause. Eine Armee benötigt Befehle? Was? Wie? Wo? Achso, er hier. Straße. Nach. Kannst du nicht. Und dann nach da. Oh, da habe ich die ganzen Bäume niedergewalzt damit. Das ist uncool. Ja, Straße kannst du nicht noch weiter, ne? Nee, dann Abbruch. Dann hast du deinen Job erledigt für diese Runde. Was mit dir? Du hast den Mana-Knoten eingenommen. Dann mach mal Straße. Hier ist ja schon alles platt. Nach da erstmal. Und dann mach mal Straße nach da. Ach, da. Hm, hier ist bereits eine Straße. Okay, dann nehmen wir mal nur dich bitte und gehen wir nach da. Danke. Ach ja, das wird noch ein bisschen anstrengend. Und einer mir wirklich Befehle. Was? Wie? Wo? Wer? Achso, rumsitzen. Ihr macht alle. Achso, ja, dann mach halt da rumsitzen. Soll ja auch recht sein. Goldwürfer macht auch rumsitzen. Wir recken gerade ein bisschen Leben. Geh mal da hin, ja. Dann mach mal Straße bauen. Erstmal bis da. Mach ich den Wald auch kaputt? Ja, mach ich auch. Okay. Untergrundwald geht auch kaputt, wenn man Straßen baut, liebe Leute. Das ist der Punkt. Witzigerweise kann man ja Straßen auch schon bauen, ohne tatsächlich alles kaputt zu machen. Aber gut, wir machen noch eine Runde Pause, solange bis es Groschak wieder gut geht, denn der darf ja nicht sterben. Das finde ich halt auch so eine... Also was heißt, nein, schlimm ist das nicht, aber ich finde das nur so ein bisschen... Seltsam, dass ich hier echt
alle Leute am Leben halten muss, ist irgendwie ein bisschen eine blöde Sekundation. Vor allem jetzt, wo ich sie nicht mehr leveln darf. Mäh. Mäh. Ja, da ist bereits eine Straße. Ist auch gut. Da soll eine Straße hin. So, damit haben wir erstmal hier oben, war ja schon so mehr oder weniger alles verknüpft, genau. Und dann würde ich sagen, geh mal dahin. Und dann verbinde von da die Straße mit den Leuten und so. So, hier haben wir noch eine Armee, die Befehle benötigt. Genau, du bau mir mal eine Straße zum Wachturm. Denn hier ist ja schon die Stadt verbunden. Und dann bau mir im nächsten Zug von da unten die Straße weiter hier hin. So, benötigt Befehle? Ja, sitzt voll rum, bitte. Armee benötigt Befehle? Ja, sitzt voll rum, bitte. Haben wir Bewegung bestätigen? Nö. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Zauberblocker verhindert im Dreifeldumkreis Zielerfassung und Nutzung von Zaubern. Aha. Okay. Cool. Oder nicht cool, weiß ich nicht. Was hat er hier denn so stehen? Lass uns mal gucken. Ist das deine Residenzstadt, Digga? Das ist Captain Mensch Metropole. Nö, ist nicht deine Residenzstadt. Hat aber schon haufenweise Kanonen, die richtig, richtig strong sind. Vor allen Dingen bei einer Belagerung stelle ich mir die richtig, richtig stark vor. Was ist das denn hier? Eine Aufklärungsdrohne. Okay, das klingt harmlos. Die Flammenpanzer gehen. Die müssen halt noch nah ran für den Angriff. Aber die Kanonen sind schon bitter. Weil... Oh, hat hier vor allen Dingen auch wirklich alles an maximaler... Naja, okay. Wie geht's denn Groschak? Nicht so gut. Müssen wir noch warten. Okay. Tim... Dim. Dim. Ja, alles gut. In Kenton können wir jetzt Sachen bauen. Geil. Ein Lagerhaus haben die noch. Die haben nicht mal einen Holzball oder die haben ja gar nichts, Alter. Luschen, wie gehst denn du mit deinen Leuten um? Echt mal. Da warten wir noch eine Runde. Entsprechend wartet ihr auch noch eine Runde. Und ihr erwartet entsprechend auch noch eine Runde. So. Du bitte bau weiter Straßen. Wir haben das Geld locker über und können uns deswegen alles leisten. Und bauen noch mehr Straßen, und zwar hierhin. Ja, kannst du natürlich nicht. Dann mach da so lang. Und du... Ja, du kannst erstmal bis dahin laufen. Also bis dahin laufen. Und dann kannst du eine Straße bauen, die bis dahin geht. So, und du kannst... Erstmal bis da unten hinlaufen. Das ist die Abkürzung, ich weiß das wohl. Und kannst dann wahrscheinlich sogar noch ein ganzes Feld Straßen bauen, ne? Geil. So. Dann erstmal schnell das hier. Bum, 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 bum. Was sagt Groschak? Groschak sagt, seiner Bliede geht's scheiße. Und seine Bliede wird ja auch nur repariert, wenn er irgendwo hingeht, wo sie repariert wird. Aber allen anderen geht's wieder gut. Okay, dann müssen wir jetzt uns wohl mal so langsam hier rüber wagen. Ich befürchte fast, dass Lucian, der ja doch relativ lange Zeit hatte, sich immer auch darauf vorzubereiten, dass wir kommen. Oh, Lucian. Was haben wir denn hier? Flüchtlinge und Abtrünnige. Wie schön. Ich freue mich schon darauf, die Hochelfenprinzessin und ihre gehörnte Kröte festzunehmen. Ihr glaubt, ihr könnt das Gesetz des Staatenbundes missachten? Ihr werdet euch dem Heiligen Kaiser unterwerfen. Niemals. Niemals. Das wird hier tatsächlich spannend, dieser Kampf hier. Also gerade dieser hier, der wird richtig spannend. Da glaube ich noch dran. Du kommst dahin. Du kämst tatsächlich dahin. Die maschinenartigen Gebäude scheinen die Magien der Welt gegen zu unterdrücken. Wir müssen sie zerstören. Okay. Zauberblocker. Okay, alles klar. Das heißt, den können wir einzeln kaputt machen. Dann machen wir bewegen wir unsere Route mal ein bisschen anders. Jo. Wir wollten es nicht erobern, wir wollten es zerstören eigentlich. Aber okay, wenn ihr das so sagt, dann macht es mal so. Ich hoffe, dass mich jetzt irgendjemand da angreift, denn dann habe ich eine schöne Verteidigungslinie. Ansonsten können wir dann nächste Runde was aufbauen. Eine Armee benötigt Befehle. Was, wie, wo? Ach so, ja, du. Ja, klar.
So. Pumpli, 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 pump. Und ein Armee-Befehl hast du, das bist du immer noch. Dann bau doch noch mal ein Stück mehr, so. Und du, bau mal eine Straße. Soweit du kannst, durch den Sumpf. Ist nicht so geil mit dem Sumpf, ich weiß das wohl, aber das mit der Straße macht es natürlich besser. Ting, 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 ting. Produktion wählen. Die haben halt auch keine Verteidigung, aber soll mich gerade nicht stören. Wegen mir könnt ihr arbeiten. So. Ja. Ah, die haben sich bewegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen ja irgendwie einen Angriffswinkel finden, wo wir nicht alle Truppen mit triggern. Haben sie uns gerade freundlicherweise auch so hingestellt. Wenn ich den angreife, können nur die beiden mitkämpfen. Sehr schön. Also Drachen dahin. Einmal den hier. Einmal den hier. Und einmal den hier. Jawohl. Und dann einmal den hier. Richtig, nur drei von denen kämpfen mit. Jawohl. Macht's nicht gerade besser, aber ja, diese ganzen Kanonen machen so viel Schaden in der einen Runde, in der sie zum Zug kommen. Das wird nicht schön. Hau rein. Es wird spannend. Die Flammenpanzer sind nicht so das Hauptproblem. Ich meine, die werden auch Damage machen, wenn sie irgendwo ankommen, aber die Kanonen sind ein Problem. Denn die dürfen halt von ihrer Festung aus wahrscheinlich Millionen Meter weit schießen. Genau, hier, da. Und genau, das seht ihr auch. Die machen auch tatsächlich so einen Schaden, dass man sie ernst nehmen muss. Ist ja nicht so, als wären meine Truppen schwach. Scheinbar haben sie da keine Lust. Und da auch nicht. Ja, witzig. Am Drachen und am gehörten Fuß machen sie irgendwie viel mehr Damage, obwohl die 22 Verteidigung haben. Aber hier an dem kleinen Flieger mit 14 Verteidigung machen sie nichts. Na gut, okay, gucken wir mal. Wir können uns mal in der Zauberliste umgucken. Rachsüchtige Ranken ist natürlich ein netter Spruch für so eine Belagerung. Ich glaube, ich will mir die Bestienhorde gönnen. Denn gegen diese ganzen Kanonen sind extra Truppen, die eventuell auch mitten beim Gegner spawnen, glaube ich, eine geile Idee. Genau sowas wie das. Das gefällt mir schon sehr gut. Können die noch was machen diese Runde? Geil. Kostet ja nichts. Ne? So, dann gucken wir mal, die kommen noch nicht hoch. Och Manno, ihr seid so spießig. Da wollen wir möglichst schnell hinrushen, weil wir versuchen wollen, diese Panzer, Kanonen so schnell wie möglich kaputt zu machen. Denn die sind ja nun auch gefährlich, wie wir schon festgestellt haben. Gut, man muss jetzt auch ganz, ganz ehrlich mal sagen, mein Drachen hat es doch gar nicht so sehr gejuckt, wie man hätte denken können. Guck mal gerade. Keine Wirkung auf die Kanonen, schade. Gut, dann lassen wir es logischerweise. Ich dachte, ich könnte da schon mal ein bisschen was reinbratzen. Aber dies war ein Irrtum. Gut, kannst mal dahin. Kämst du theoretisch mit der Reichweite ran? Weiß ich nicht. Darf ich mir auch nicht mehr angucken. Ist irgendwie uncool. Tatsächlich können die Ritter wahrscheinlich rausreiten und jeden meiner Truppen angreifen, aber ich bin, oh gar nicht, bin hier derzeit der Meinung, ich muss gegen so eine Armee echt aufgefächert versuchen, die Festung zu stürmen. Halt vor allen Dingen der Kanonen wegen, die dürfen nicht so oft zum Zug kommen. Die sind schon irgendwie gut. Jetzt haben wir denn hier drüben eine Blide, die völlig ab vom Schuss steht, vor allen Dingen auch. Und da könnt ihr mal hinfliegen, von da aus kommt die nächste Runde ja auch nach oben. Du kannst dich mal ruhig mitten in den Weg stellen, du bist ein gehörnter Gott, du hast 130 Leben und 18 Verteidigung. Das soll wohl in Ordnung sein, wenn du dich da so ein bisschen aufopferst, habe ich jetzt mal so das Gefühl. Da geht ihr hin und bufft mal die Jungs. Da hat der Ding jetzt nämlich gleich noch ein paar mehr Sachen zum Dispeln. Und ihr könnt euch hier im Busch verstecken. Uga, 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 Buschmann, uga, uga, uga. Was ich mit dem Jungen hier mache, weiß ich nicht. Erstmal hinterm Stein verstecken. Groschak ist ja auch unser Schwächling, ne? Ist, kann man nicht anders sagen. Ja, ja. 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 Gut, dass hier links nicht wirklich ein Flammenpanzer steht.
außerdem da der wahrscheinlich einfach rausfahren kann und naja, egal. Gut, dass der zumindest meinem Drachen nicht so viel Schaden machen wird. Hier ist auch ein schönes Ziel für einen Flammenpanzer. Aber die Frage ist natürlich, ob der da auch hinkommt. So, ein Gott nach vorne, kann er ja, und Reska haben wir natürlich wieder nicht bewegt, wie immer. Wäre ja auch clever, wenn man den bewegen würde. Blick zur Uhr sagt, liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr diese spannende Schlacht mit Lucian weitersehen wollt, müsst ihr in der nächsten Folge wohl nochmal einschalten. Und am besten mir vorher noch einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen, das wäre auch sehr geil. Und ansonsten freue ich mich aber, euch auch so nächste Folge wieder zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.